So, hallo, liebe Freunde von Facebook und YouTube. Heutiges Video heißt Flüchtlinge aus der spirituellen Sicht. Oder ihr könnt es auch so nennen, Flüchtlingskrise aus der spirituellen Sichtweise. Also das heißt, was sagt die Spiritualität zu der ganzen Flüchtlingskrise? Ich möchte darauf hinweisen, dass dieses Video kein politisches Video werden soll. Ja, es geht nichts um zu werten oder zu beurteilen, sondern es geht lediglich darum, eine spirituelle Sichtweise auf das Ganze zum Richten. Und ich möchte dazu sagen, ich beschäftige mich so seit Jahren sehr intensiv mit Religion, mit Buddhismus. Ich beschäftige mich mit allen möglichen spirituellen und philosophischen Lehren und jetzt zurzeit sehr intensiv mit Astralreisen. Und ich schaue mir auch sehr oft die Videos von Marco Hümer an. Und möchte einfach die Quintessenz von dem ganzen Wissen euch erklären und dann sagen, also was einfach dazu zu sagen ist. Ihr könnt euch dann eine eigene Meinung bilden und kommentieren. Hasskommentare werden sofort geblockt. Das ist ganz klar. Das hat für mich gar keine Bewandtnis. Man kann natürlich kritisieren, aber wenn es beleidigend wird, wird sofort geblockt. Okay, ja. Also Flüchtlinge, Flüchtlingskrise. Um was geht es? Es geht um Mitgefühl, es geht um Toleranz, es geht um Hilfsbereitschaft. Damit wäre eigentlich schon alles gesagt. Punkt. Ja, Video zu Ende. Nee, so einfach ist nicht. Ich gehe mal ein bisschen in die Details. Also, es kommt immer darauf an, was der Mensch will. Wenn man guter Mensch sei, wenn man schlechter Mensch sei, ist es einem wichtig zu vergelten, ist es einem wichtig, sich zu behaupten. Glaubt man immer nur an die materialistische Welt, glaubt man ans Geld oder glaubt man an Liebe, Mitgefühl und solche Sachen. Ja. Und wie gesagt, Marco Hümer zum Beispiel hat ja schon Astralreisen gemacht, also außerkörperliche Erfahrungen. Mich hat ja sehr viel interessiert, was kommt nach dem Tod. Es gibt Nahtodforschungen und so weiter. Und wenn man das jetzt alles, die Quintessenz auch aus den ganzen philosophischen Systemen und Religionen hernimmt, dann kann man sagen, dass es nach dem Tod, nach dem Ableben, gibt es verschiedene Ebenen. Ja, ich nenne es jetzt mal Astralebene. Religiöse Leute reden halt von Himmel und Hölle. Sowas gibt es in der Art schon auch, aber man redet doch eher, also ich rede eher von niederen und höheren Astralwelten. Das heißt, wenn man jetzt stirbt, dann ist es so, je nachdem, was man jetzt auf diesem Planeten jetzt zum Beispiel gelernt hat, in diesem Leben gelernt hat, kommt man dann in eine höhere Ebene oder man wird halt reinkarniert, muss dann seine Fehler ausbügeln und kommt dann so immer mehr in eine höhere Stufe oder auch nicht, oder es geht auch ins Gegenteil, ja. Wenn man zum Beispiel ein sehr schlechter Mensch ist, dann wird man halt in einer niederen Astralwelt geboren und dann muss man halt sehr viel Leid durchleiden und dann dort eben seine Fehler berichtigen oder kennen, ja. Und um das geht es eigentlich, ja. Also was ist der Sinn des Lebens? Warum sind wir überhaupt da? Also wir sind alle verbunden mit dem allumfassenden Bewusstsein, was man Gott nennen könnte. Und Gott ist einfach nur bedingungslose Liebe. Und in den höheren Astralwelten ist es so, da herrscht eine ganz andere Schwingungsfrequenz. Da herrscht einfach nur Liebe, bedingungslose Liebe und Mitgefühl. Und wenn jetzt jemand zum Beispiel noch Hass in seinem Herzen hat, Wut in seinem Herzen hat, Rachegedanken zum Beispiel in seinem Herzen hat, dann kommt er nie in diese höhere Ebene. Warum? Weil er ist halt auch logisch, er passt auch nicht rein. Also ihr seht, ich gehe auch die ganzen Sachen immer auch logisch an, ja. Und auch das Spirituelle ist für mich immer auch auf Logik aufgebaut, ja. Also ich interessiere mich auch für Quantenphysik und versuche das auch, oder was heißt Versuch? Also es ist auch, es hängt miteinander, alles miteinander zusammen und ergänzt sich und bestätigt einander, ja. Und ja, wenn man nur logisch überlegt, dann weiß man, dass es so ist. Stellt euch mal vor, das ist ja ungefähr so. Stellt euch mal vor, viele spirituelle Menschen würden sich an einem Ort treffen, ja. Und jetzt kommt zum Beispiel so ein Mensch dazu, der absolut unspirituell ist, ja. Der irgendwie dann, der noch auf Gewalt ist, der von, was weiß ich, Fußball und FC Bayern und Saufen und Schlägern erzählt, ja. Der so voll in der materialistischen Matrix ist und das, was ich so toll finde, Bildzeitung liest, etc. Und die ganzen Verblödungsshows wie Deutschland sucht den Superstar sich anschaut und kommt jetzt zu so einem Treffen, wo eigentlich nur Spirituelle sind, da passt dieser Mensch nicht rein, ja, der, er oder sie. Also das wird sich ziemlich schnell zeigen, dass der einfach nicht reinpasst. Für die spirituellen Menschen ist so ein Mensch einfach nur Belastung. Es sei denn,
Dieser Mensch würde sich belehren lassen, dass er sein Bewusstsein erweitert, also wäre dafür offen, dann wäre es was anderes, dann wäre das ein Schüler, dann wäre das okay, aber ansonsten passt er dort einfach nicht rein, ja. Und genauso ist es eben mit den Astralebenen. Ein Mensch, der noch voller Hass ist, der noch voller Zorn ist, der voller Rachsucht ist, der wird nie in die höhere Astralebene kommen, weil der dort nicht hereinpasst, ja. Sondern der wird dann immer wieder geboren und fällt dann immer wieder auf die Schnauze und muss dann eben langsam lernen, bis er dann eben die höhere Stufe erreicht. So, ja, was hat es jetzt mit der Flüchtlingskrise zu tun? Die Frage ist, warum sind wir hier auf der Erde? Was ist unser Ziel? Ja, also wenn unser Ziel ist, in diese höhere Sphäre zu kommen, in diese höhere Astralwelt, müssen wir lernen, bedingungslos zu lieben, bedingungsloses Mitgefühl zu zeigen mit allen Menschen, ja, auch die uns schaden, ja, lieber mal öfters mal die andere Wange hinzuhalten, als immer wieder zu vergelten. Das ist ein Training, das ist was, was man trainieren sollte oder kann. Ja. Training führt ja immer zur Verbesserung. Ja. Also ich kann auch Liebe, Mitgefühl trainieren, dadurch werde ich besser, dadurch erweitert sich mein Bewusstsein und ich komme in die höhere Ebene. Und wenn ich sterbe, komme ich dann in die höhere Ebene, in die höhere, also quasi Sphäre. Also, das verbunden jetzt mit der Flüchtlingskrise, ist es einfach so, dass es einfach, wie gesagt, es ist nicht einfach, das die Menschen aufzunehmen, aber im Endeffekt handelt es sich hier um Menschen, die nach Hilfe rufen. Ja? Und eigentlich ist es ein humanitärer Akt, diesen Menschen zu helfen, so gut es geht, irgendwie zu helfen, so gut es geht. Ja? Also viele sagen immer, es ist zu viel und die Flüchtlinge, das können wir alles nicht packen. Aber andererseits, ich kenne hier im Ort viele Leerstände, also kenne viele Leerstände Häuser, wo man Flüchtlinge unterbringen könnte, ja. Also zum Beispiel, ich habe keinen Platz mehr, die Wohnung ist wirklich zu klein, also okay, bei mir wird es echt schwierig, ja. Also ich bin ja selber eigentlich schon jemand, der die Hand aufhält, der Hilfe braucht, sagen wir mal so. Aber es gibt viele Leute, die könnten helfen, also die haben einfach Leerstände, es gibt so viele leerstehende Häuser, so viel Leerstand, da könnte man mal da Flüchtlinge unterbringen, ja. Aber wie gesagt, das Ego ist da einfach beschränkt und wie gesagt, und lässt es nicht zu. Und da lassen wir lieber die Häuser vergammeln. Ja, okay, also wie gesagt, da werden jetzt natürlich wieder viele andere Meinungen sein, das ist mir schon klar. Aber ich frage die Leute, die zum Beispiel jetzt immer gegen Flüchtlinge hetzen und schimpfen, ich frag euch mal, falls ihr jetzt da zuhört, was tut ihr, um anderen Menschen zu helfen? Was tut ihr, um eure bedingungslose Liebe zu trainieren? Eure Liebe, euer Mitgefühl zu trainieren, ja? Also, dass es nicht einfach ist, ist mir klar. Ja, aber bloß weil es nicht einfach ist, sollte man es doch trotzdem versuchen. Also, es ist ja keine Ausrede, ja? Und ich bin auch kein Freund von der Angela Merkel, aber ich kann die Angela Merkel nicht kritisieren dafür, dass sie human sagt, wir sollten Flüchtlinge aufnehmen, dafür kann ich sie nicht kritisieren. Ich kann die Merkel für andere Sachen kritisieren, aber eigentlich nicht für sowas, ja. Also, es wird so viel ketzt gegen Flüchtlinge und geschimpft gegen Flüchtlinge, ja, und geschimpft gegen die Merkel. Das kann wirklich dazu führen, dass wir aus einer Regierung, die momentan jetzt human handelt, natürlich eine Regierung, dass wir bekommen, die inhuman handelt, ja, und dann dadurch verhindert durch Propaganda und noch mehr Hetze, dass eben verhindert wird, dass eben Menschen wirklich ihr Bewusstsein erweitern und dann eben in die höhere Sphäre kommen, also in die höhere Astralwelt nach ihrem Ableben. Ja. Und ja, das also sollte man sich zum Überlegen, zum Denken geben. Ich finde es traurig, dass sogar spirituelle Leute auch tun, Flüchtlinge, Problem und hier und da, ja, und sich da mit Rechten da irgendwie sympathisieren und dann da irgendwie eine Geschichte draus machen oder so Opferrolle, ja, ich war jetzt in die rechte Ecke gestellt, und bloß weil ich einmal was gegen Flüchtlinge gesagt habe. Ich finde es traurig, dass gerade so spirituelle Leute das einfach nicht kapiert haben, dass es hier darum geht, unser Mitgefühl, unsere Humanität zu trainieren. Ja, das ist ja nicht einfach. Training ist ja nicht nichts, was immer Spaß macht oder leicht ist. Ja, wenn ich handle, hochheben ist ja nicht leicht, das ist ja logisch, ja. Aber das ist ja was ich trainieren kann, ja. Und selbst wenn Undank kommt und Ding, oder selbst wenn ich schlechte Erfahrungen mache mit Flüchtlingen,
dann ist das ja alles, wenn ich dann eben nicht so reagiere, wenn ich dann ohne Hass reagiere, dann ist ja genau das Training, das ist ja dann genau die schwere Hantel, wo ich hochhebe, ja, um mein Mitgefühl, um meine Liebe, um meine Nachsicht einfach zu trainieren, ja. Und wie gesagt, das ist nicht einfach, aber nur weil es nicht einfach ist, ist es glaube ich keine Entschuldigung. Und wie gesagt, und jemand, der über Flüchtlinge schimpft, kann kein spiritueller Mensch sein oder Flüchtlinge mal das Problem da sind. Da gibt es nämlich auch so ein paar Kandidaten, ja. Ich weiß es bei YouTube. Ich habe ja schon ein Video gemacht, also Esoteriker gegen Reichsbürger, also Esoteriker versus Reichsbürger und rechte Verschwörungstheoretiker, weil es tatsächlich Unterwanderungsversuche gab von rechts, also der spirituellen Bewegung, das, sagen wir spirituell esoterische Bewegung, sagen wir mal so, von rechts, ja, aber es ist ja totaler Widerspruch. Spirituell und rechte Hetze oder Hetze gegen Ausländer, das ist, oder Flüchtlinge, das ist totaler Widerspruch. Jeder spirituelle Mensch, dem müsste bewusst sein, einfach von seinem Bewusstsein klar sein, dass alle Menschen miteinander verbunden sind, ja, dass wir alle miteinander quasi in Verbindung stehen als Seelen, ja, und dass es keinen Unterschied macht, von welcher Nation jemand hat oder welche Hautfarbe, das spielt absolut gar keine Rolle. Wir sind hier alle Seelen, die auf der Erde sind, um das Bewusstsein zu erweitern, um Liebe zu senden und zu empfangen, unsere bedingungslose Liebe und Mitgefühl zu stärken und zu trainieren. Dafür sind wir da. Und niemand braucht Angst haben, vor dass ein Mensch ihm Geld wegnimmt. Das ist einfach der Quatsch, ja. Dass man immer sagt, ja, der Ausländer nimmt mir Geld weg oder der Hartz-IV-Empfänger nimmt mir Geld weg, ja. Das ist einfach Quatsch, ja. Wenn ihr euren Auftrag verstanden habt, ja, und euren Seelenplan vollzieht, dann braucht ihr von niemandem, da braucht ihr keine Angst haben, dass ihr verhungert. Jesus hat gesagt, sorget nicht um den nächsten Tag, ja. Macht euren Job als gute Menschen, ja. Seid gute Menschen. Helft, wo ihr helfen könnt, sie und alles andere erledigt sich von allein. Dann braucht sie auch nicht arbeiten. Schaut mal zum Beispiel den Film Engel auf Erden mit Jack London, dem Schauspieler. Schaut mal die Serie an, ja. Und der Typ hat ja eigentlich auch nie so richtig gearbeitet, hat immer so kleine Jobs, aber da hat er eigentlich bloß eine Rolle gespielt, ja. Und trotzdem sind die zwei, also oder er und seine, also der Engel und sein Freund da, der Bartige, die sind ja trotzdem nicht verhungert deswegen, ja. Also, man sorgt schon für einen, ja, also, und niemand nimmt einem was weg, das ist einfach Quatsch, ja, macht sich da keine Sorgen, Gott, die Göttlichkeit sorgt für euch, ja, das habe ich so erfahren und das ist auch so, und wer das nicht versteht, der lebt in der materialistischen Welt und der wird da dann auch nie aus diesem materialistischen Sumpf rauskommen und der wird dann immer wieder geboren, womöglich auch noch niedrige Astralwelten, kriegt dann halt eben so lange eins auf den Deckel, bis es dann vielleicht kapiert, bis es dann wirklich mal genug hat von dem ganzen Hass, von der ganzen Hetze, von der ganzen Wut, von der ganzen Geltungssucht, ja. Und ja, und dann kapiert diese Seele vielleicht doch irgendwann und kommt halt doch in die höhere Welt, aber halt nach einem langen Leidensweg. Und ich finde, das muss nicht sein, ja. Also ich sage immer, ich habe schon genug gelitten, ich will gar nicht leiden, ja. Deswegen sorge dafür, dass niemand leiden muss, ja. Und tu halt immer Gutes, ja. Und verzeih, bin ja drachsüchtig, ja. Halt lieber mal öfters mal die andere Wange hin, als dauernd dich gegen irgendwas oder gegen irgendwie jemand wehren zu müssen, also, oder dich gegen alles Mögliche wehren, ja. Weil es kostet bloß Kraft und im Endeffekt bringt es nichts, ja. Es geht darum, dass ihr eure Liebe, euer Mitgefühl trainiert. Dafür seid ihr auf der Erde. Und wie gesagt, und deswegen zur Flüchtlingskrise. Also ich will auch gar nicht, wie gesagt, großartig politisch sein. Ich will auch gar niemanden verurteilen oder so. Es geht mir nur um die spirituelle Sicht, ja, von dem Ganzen. Ja. Und das geht's. Es geht nur um die spirituelle Sichtweise, ohne jemanden zu verurteilen. Für mich ist auch niemand jetzt deswegen gleich rechts. Bloß weil er jetzt mal, sagen wir mal, so Bedenken hat, jetzt mit den Flüchtlingen, ja, das kann man ja verstehen, aber trotzdem ist es falsch. Ich sag halt, die Leute denken halt falsch, deswegen sind sie ja nicht unbedingt gleich rechtsradikal oder sonst was. So bin ich da auch nicht, ja. Also man muss immer ein bisschen differenzieren. Aber wie gesagt, auf jeden Fall, spirituell, wie gesagt, ist da ganz klar, es geht um Liebe, Humanität und Mitgefühl. Das sind Menschen, die Hilfe brauchen, die nach Hilfe rufen. Ja. Viele deutsche Eltern zum Beispiel zwingen ihre Kinder Hilfe auf, in ihrem Helfersyndrom.
sagen, mach die Lehre, mach den Job, obwohl die eigentlich gar keinen Bock haben auf diese Arbeit oder diese Lehre, lieber vielleicht ihre Talente zum Beispiel zum Vorschein bringen, dass sie vielleicht gut singen können oder sonst was. Aber das sind die Eltern, die ihre vermeintliche Hilfe aufzwingen, ihre Kinder, ihnen irgendwas aufzwingen, obwohl sie gar nicht um Hilfe gerufen haben. Ja? Wie viele Leute gibt es mit Helfersyndrom, die meinen, sie müssten andere Leute helfen, obwohl sie gar nicht nach Hilfe gerufen haben? Ja? Aber dann, wenn Flüchtlinge kommen, die ihr sagen, hey, wir brauchen Hilfe, ja, die wirklich definitiv Hilfe brauchen. Ja, nein, nein, das geht nicht, die bräuchte aber nicht helfen. Ja, also das ist doch schizophren. Und das ist doch schizophren, dass viele Leute sind wie echt schizophren. Also man sollte doch den Leuten helfen, die klar um Hilfe rufen. Und die, wo nicht um Hilfe rufen, denen zwinge ich doch nicht die Hilfe auf. Ja, von dem her gesehen. Also wie gesagt, die Spiritualität sagt, ist da ganz klar in der Sache, ja. Man sollte versuchen, alles Flüchtlinge zu helfen, ja. Und wenn jetzt jemand zum Beispiel Bedenken hat, auch, natürlich kommt dann auch wieder mit dem Islam und Angst vor dem Islam und so weiter. Ja, ich habe auch Videos gemacht, natürlich, ich gebe ja auch zu, soweit, dass der Islam vielleicht eher zu den aggressiven Religionen gehört, aber gehört Christentum übrigens genauso dazu. Es gibt halt Tötungsbefehle, Gewaltbefehle. Ich sag halt mal, der Islam müsste sich halt reformieren. Das ist aber ein anderes Thema. Bei mir sind zum Beispiel in der Ortschaft viele Flüchtlinge, die von dem verbrecherischen islamischen Staat geflohen sind. Das sind Jesiden, ja. Also die meisten Flüchtlinge sind ja vor dem islamischen Staat geflohen, ja. Also das sind ja dann quasi, wenn man so will, unsere Verbündete. Also die Verbündete der freien, weltoffenen, toleranten Welt. Ja, also man darf doch das nicht immer alles negativ sehen. Und von dem her gesehen, ja. Also, nur dass ihr Bescheid wisst, das wollte ich einfach nur mal sagen. Spiritualität ist ganz klar, Liebe, Mitgefühl, trainieren, auch wenn es nicht leicht ist, ja. Und man soll sich da das Leben einfach nicht einfach machen und sich abschotten, weil sonst wird man niemals in die höhere Sphäre in, ja, oder mal gesagt, man sagt Paradies kommen, weil man ist dann, wie gesagt, das sind letztendlich halt verstockt, sind, wie soll man sagen, die sollten ihr Herz einfach mal öffnen, ja, gegenüber alle Menschen und einfach sehen, dass alle Menschen irgendwo miteinander in Verbindung stehen. Und ja, wie gesagt, mehr fällt mir jetzt eigentlich dazu nicht ein. Damit ist eigentlich alles gesagt. Ich will auch gar nicht mehr groß über das Thema noch sprechen, weil es ist schon alles gesagt. Ja. Also das wird auch mal eins, das letzte Video sein. Ich möchte es auch nicht so ins Politische treiben jetzt wieder, wie gesagt. Und ja, das war's mal soweit. Also würde mich freuen über einen Daumen hoch, kommentiert. Ihr könnt auch kommentieren, wenn ihr anderer Meinung seid, teilt dieses Video. Und dann würde ich mal sagen, und schönen Abend. Macht's gut.